Einer der wohl charismatischsten Marvel-Bösewichte kehrt zurück. Knapp 10 Jahre ist es her, dass es die Avengers mit der von Tony Stark und Bruce Banner erschaffenen künstlichen Intelligenz Ultron aufnehmen mussten. Eigentlich galt der Schurke als besiegt, doch jetzt feiert er sein Comeback. Wie The Hollywood Reporter bestätigt, wird Ultron, der erneut vom Emmy-prämierten Schauspieler James Spader vertont wird, in Vision eine Rolle spielen. Ganz überraschend kommt das allerdings nicht. Immerhin war es der von Paul Bettany verkörperte Vision, der Ultron am Ende von Avengers Age of Ultron stoppen konnte. Diese tiefe Verbindung zwischen den beiden Charakteren macht Ultron natürlich zu einem spannenden Gegenspieler in der kommenden Marvel-Serie. Wie genau sich seine Rückkehr gestalten wird, bleibt aber vorerst unklar. Es gibt viele Möglichkeiten, von Flashbacks bis zu einer vollständigen Wiederauferstehung, die Ultron sogar langfristig ins Marvel Cinematic Universe zurückbringen könnten. Inszeniert wird das Vision-Projekt von Terry Metalas, bekannt für Star Trek Picard. Inhaltlich geht es um den weißen Vision, der sich auf die Suche nach einem neuen Lebenssinn begibt. Genauere Details stehen aber noch aus. Die erste Staffel soll 2026 auf Disney Plus ihre Premiere feiern. Wir sind gespannt.